Manchmal kann es ja vorkommen, dass ich ein Meeting zwar plane und organisiere, aber gar nicht selber als Host vor Ort sein kann oder möchte. Das heißt, dass denn eine Kollegin oder ein Kollege genau diese Rolle dann übernimmt. Wie kann das passieren, ohne dass ich meine Zugangsdaten weitergeben muss? Das funktioniert mit dem sogenannten Host-Key oder Moderatorenschlüssel. Diesen finden wir, wenn wir uns einloggen in unserem Benutzeraccount von Zoom.us, in unser Profil gehen und ganz runterscrollen, sehen wir hier den Bereich Moderatorenschlüssel. Den kann ich jetzt auch gerne anzeigen, weil den Moderatorenschlüssel, den kann man jederzeit auch wieder verändern, sodass es eben nicht nur einen Moderatorenschlüssel gibt. Und nun geht es darum, erstmal ein Meeting zu planen. Und dieses Meeting muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Wir gehen hierfür einfach mal nochmal in den Bereich Meetings, klicken auf den Button Ein Meeting planen. Die ganzen Sachen mit Titel und Uhrzeit sind jetzt erstmal zweitrangig, weil es geht jetzt ja um die beiden Voraussetzungen dafür, dass der alternative Host in Anspruch genommen werden kann. Und Voraussetzung 1 ist, dass der Warteraum abgeschaltet ist. Das heißt, die Leute müssen direkt, wenn sie auf den Teilnehmerlink klicken, in das Meeting reinkommen als Teilnehmer. Es darf keinen Warteraum geben. In der Regel muss hierfür dann einfach ein Kenncode oder ein Passwort vergeben werden. Voraussetzung Nummer 2 ist der Button Teilnehmern die Teilnahme erlauben jederzeit. Also das heißt, dass die Teilnahme für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch möglich ist, bevor der Host das Meeting offiziell eröffnet hat. Das sind die zwei Voraussetzungen. Ich klicke jetzt mal auf Speichern und kopiere mir jetzt einfach mal die Meeting-ID und demonstriere, wie ich jetzt mit meiner Zoom-Software die Hostrechte in Anspruch nehme. Hierfür öffne ich jetzt einfach Zoom und ihr seht, ich bin nicht eingeloggt in mein Konto, sondern ein anonymer Benutzer, klicke auf einem Meeting beitreten, gebe jetzt die Meeting-ID ein, werde hier noch nach dem Passwort gefragt und kann jetzt dem Meeting ganz normal als Teilnehmer beitreten. Das heißt, ich habe jetzt hier unten noch die Möglichkeiten eines Teilnehmers, ein Host ist noch nicht hier. Klicke ich jetzt auf den Button Teilnehmer, finde ich auf der rechten unteren Seite einen Button, den Host in Anspruch nehmen. Und genau hier brauche ich jetzt den Host-Key oder Moderatorenschlüssel. Das heißt, ich gehe jetzt doch mal kurz zurück in den Browser, in mein Profil, scrolle hier runter und diesen Moderatorenschlüssel, den lege ich fest und schicke ihn im Vorfeld der Person zu, die nachher Host der Veranstaltung sein soll. Und diese Person klickt dann unten eben auf den Host in Anspruch nehmen, gibt hier diesen Host-Key ein, bestätigt, zack, Sie sehen hier oben, ich bin jetzt Host dieser Veranstaltung, beziehungsweise alternativer Host. Denn ein alternativer Host hat nicht ganz die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie ein Host. Ein alternativer Host kann zum Beispiel nur auf Umfragen zurückgreifen, die bereits erstellt wurden im Vorfeld, nicht aber in einem laufenden Meeting spontan Umfragen erstellen. Auch kann ich als alternativen Host die Veranstaltung nicht für alle beenden, sondern ich habe jetzt hier nur den Button Beenden und wenn ich hier auf Beenden klicke, läuft das Meeting trotzdem im Hintergrund weiter. Das sind erstmal die großen Unterschiede dazu, aber eine tolle Möglichkeit, auch alternative Hosts die Möglichkeit zu geben, Veranstaltungen zu moderieren, ohne dass ich meine Zugangsdaten weitergeben muss. In dem Sinne erstmal viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.